Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. 30. Spieltag, englische Woche, das bedeutet, die Spiele sind aufgeteilt in zwei Einheiten. Heute der Dienstag, morgen der Mittwoch. Das ist aus zeitlichen Gründen einfach anders nicht möglich. Dementsprechend aus zeitlichen Gründen auch die Prognose heute etwas kürzer oder deutlich kürzer. Trotzdem viel Spaß, vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's mit Köln gegen Leipzig. Der 1. FC Köln hat das Debüt von Friedhelm Funkel nicht gewinnen können. Sie verloren mit 3:0 bei Bayer 04 Leverkusen. RB Leipzig spielte 0:0 gegen Hoffenheim und durch den Sieg der Bayern in Wolfsburg ist der letzte Titel Funke wohl nicht mehr vorhanden. Aber RB Leipzig wollte es nun besser machen und hatte dann auch direkt zu Beginn ein paar große Torchancen. Fünfte Minute hier Timo Horn mit der Parade. Wieder Leipzig mit Adams. Haarscharf geht der am Pfosten vorbei. Der 1. FC Köln überfordert. Gegen Leverkusen waren sie in Ansätzen gar nicht so schlecht, aber dann spielte das Aluminium noch eine Rolle und die Konteranfälligkeit war ebenfalls gegeben. Und so verliert man dann bei der Bayer 11. Hier gegen Leipzig war man aber deutlich unterlegen. 27. Minute, höchst überfällig dieses 0:1. Freigespielt in der Mitte, alleine vor Timo Horn, keine Nerven zeigen, Emil Forsberg. 45 Minuten von der Uhr, es war für den 1. FC Köln mal wieder eine richtige Enttäuschung. Und der 16. Tabellenplatz, er kommt halt auch nicht von alleine dichter. Das heißt, man muss irgendwie noch Punkte holen. Ansonsten wird es relativ schnell zappenduster. So auch hier. 56. Minute, Marcel Halzenberg heute in der Startaufstellung für Angelinho, der nur 45 Minuten gegen Hoffenheim durchhielt und heute gar nicht in der Startelf eben stand. 0:2 von Halzenberg. Jetzt musste Köln aufpassen, dass es kein Debakel wird. 0:3, Marcel Sabitzer in der 67. Minute. Feierabend in dieser Partie am frühen Dienstagabend. Der 1. FC Köln einfach nicht auf Augenhöhe mit RB Leipzig. Das war schon ziemlich eklatant. Die Punkte müssen woanders her und sie werden sicherlich auch noch kommen. Aber auf Seiten der Geißböcke muss man irgendwann punkten. Ausgerechnet gegen Gladbach endete eine furiose Phase von Eintracht Frankfurt. Fette Klatsche gegen die Fohlenelf. Nun kam Fragezeichen Aufbaugegner Augsburg. Es sah danach aus. 8. Minute 1:0 Armin Younes für die Eintracht. Wiedergutmachung war angesagt und so konnte es auch umgesetzt werden, weil, und da muss man ehrlich sein, der FC Augsburg aktuell eine der schwächsten Mannschaften der Bundesliga ist. 14. Minute André Silva. Das war jetzt schon in der Frühphase eine Frustbewältigung. Die musste auch her. Und das Zeichen, wir wollen nächstes Jahr Champions League spielen, auch ohne Adi Hütter. 42. Minute, 3:0, Jibril Sow mit der vorzeitigen Entscheidung. Noch im ersten Durchgang desaströs, was die Fuggerstädter hier abliefern. Die Zukunft von Heiko Herrlich liegt sicherlich nicht in Augsburg. So sah es hier weiterhin aus. 45. Minute, ja, das war keine Wiederholung noch von einem anderen Tor. Das ist tatsächlich das 4:0. Das bedeutete gleichzeitig den Halbzeitstand. Frankfurt präsentierte sich komplett anders, war ganz anders auf dem Feld als noch gegen deutlich bessere Gladbacher. Aber das Auftreten im Allgemeinen, das hatte hier eine 180-Grad-Wendung erlebt. Im zweiten Durchgang konnte dann der FCA tatsächlich mal nach vorne was machen. Das ist Alfred Finn Bogason, aber Kevin Trapp ist aufmerksam. Kommt aus dem Kasten raus und kann ihn parieren. Spielte heute auch zu Null. Das heißt, das war das letzte Aufbäumen der Augsburger. Frankfurt kam zum Schluss nochmal. Jibril Sow, Hasebe. Irgendwie sieht das alles ganz ähnlich aus. 86. Minute, 5:0. André Silva, auch eher persönlich gegen die Gladbacher, eher enttäuscht gewesen von sich. Und dementsprechend war das hier sicherlich ein bisschen für die breite Brust. 5:0, klar und deutlich, aber in der Höhe auch absolut verdient.
Der FC Bayern München gewann ein durchaus spektakuläres Spiel beim VfL Wolfsburg mit 3:2, wo die Defensive dann mal wieder Fragezeichen aufgeworfen hat, aber offensiv ist diese Bayern 11 deutlich die beste in der Liga. Bayern 04 Leverkusen, ja, unter Hannes Wolf Form verbessert, 7 Punkte aus 3 Spielen, aber es waren halt auch nicht die ganz hohen Karäter mit dabei. Trotzdem hier die erste gute Chance gehörte Leverkusen. Das 3:0 gegen Leverkusen am Samstagabend brachte sicherlich auch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen. Erste gute Chance, Bailey, Fußabwehr von Neuer. Auf der anderen Seite Musiala, der ja mittlerweile tatsächlich nicht mehr zu unterscheiden ist von den ganzen anderen Stammkräften bei den Münchnern. Hier ist der Winkel etwas zu spitz, Musiala scheitert an Radetzky. Knappe halbe Stunde gespielt, der FC Bayern München, er wurde besser. Alaba mit dem Lupfer in die Laufrichtung von Thomas Müller, 31. Minute, 1:0, super auch ausgespielt. Schöne Passstaffetten, mal eine Hacke mit dabei, dann dieser leicht gelupfte Ball vorbei an Lukas Radetzky, der das Nachsehen hat. Leverkusen fand besser rein in dieses Spiel, dann aber der FC Bayern München klar dominant und somit auch nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Der zweite Durchgang dann relativ unspektakulär. Leverkusen wollte nicht aufmachen, setzte auf Konter. Der FC Bayern München machte das gut, aber den einen Konter, den gab es dann doch noch mit Moussa Diaby zu Bailey. Und da fehlte ganz wenig. 73. Minute, nochmal die Chance für Bailey, der Jamaikaner. Aber glücklos im Abschluss am Dienstagabend. Und das war's dann. 1:0 gewinnen die Bayern. Knapp, schmucklos, aber nicht unverdient. Und Leverkusen muss sich wohl abfinden. Die Champions League rückt in weite Ferne. Der FC Schalke 04 kann absteigen an diesem Spieltag. Sollten sie verlieren gegen Bielefeld, dann wäre es das auch rechnerisch endgültig gewesen. Bielefeld wollte unbedingt wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Gebauer an den Pfosten und Prietl an die Hacke von Fährmann. Gebauer heute in der Spitze aufgestellt mit Vogelsammer zusammen da vorne, weil Fabian Klos fehlte, bekam einen Tritt ab und musste heute aussetzen. War erstmal ein ziemlich guter Auftakt für die Arminen. Aber der Treffer fehlte, sodass Schalke in der 14. Minute mit dem ersten Torschuss in Führung gehen konnte. Klaas-Jan Hünteler. Unglückliches Spiel gegen Freiburg. Jetzt sieht es deutlich glücklicher und zufriedenstellender aus. 1:0 also für Schalke. Sie sträubten sich noch gegen den Abstieg. Aber es war schon so, dass Bielefeld die bessere Mannschaft war. 45. Minute, spitzer Winkel. Gebauer mit dem Versuch, der nicht so schlecht war. Ralf Fährmann reißt die Arme nach oben und klärt den zum Eckstoß. Aus dem resultierte nichts. Es ging erstmal in die Pause. 1:0 für die Gäste. Ja, die ganz minimale Hoffnung lebt noch. Oder zumindest, sie sind noch nicht ganz weg vom Fenster. Bielefeld brauchte diese Punkte, ja, gefühlt aber deutlich mehr, weil die Hoffnung bei Schalke trotz eines Sieges extrem gering wäre. Okugawa etwas glücklos, startet hier ein Ticken zu früh. Schalke stellte sich gut an, also es war jetzt auch kein Einmauern, aber nach vorne bekamen sie so gut wie nichts hin. Trotzdem, sie kam nochmal, die Königsblau mit Aydin Hünteler und Amin Harit, der stand nicht im Abseits. 69. Minute 0:2, das ist eine Effizienz, wie man es eigentlich nicht so richtig gewohnt ist. Aber gut, sie haben eigentlich kaum Torschüsse, dementsprechend kaum Tore. Heute hatten sie 3 Torschüsse, 2 davon waren drin. 2:0, Schalke steigt also an diesem Spieltag aus eigener Kraft jedenfalls noch nicht ab. Jo, das soll es mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Glaubt ihr, Schalke steigt ab oder nicht, an diesem Spieltag zumindest? Bleibt gesund, bis dahin und adios.